Herzlich willkommen heute zum Thema Birkmann, der Potenzialtest, der weltweit größte Persönlichkeitstest, den es gibt. Wir schauen uns heute an das Thema der Einzelbeziehung, also wie Birkmann herausfindet und was Birkmann herausfindet an Stärken, an Bedürfnissen und Stress. Vielleicht hast du deinen Test schon gemacht und möchtest ihn einfach besser verstehen oder du überlegst, diesen Test zu machen. Ich erkläre dir heute, wie Birkmann in Einzelbeziehungen deine Persönlichkeit analysiert. Vorher macht es vielleicht Sinn zu wissen, dass von diesen Komponenten, die ich jetzt hier aufzeige, ist das die erste von insgesamt 11 Komponenten, die Birkmann analysiert. Und Birkmann unterteilt das in deine Stärken, das sind hier oben, also dein Normalverhalten, dass wenn du dich normal verhältst und effektiv arbeitest, was man bei dir beobachten kann. Darunter setzt dann Birkmann deine Bedürfnisse. Und das ist insofern wichtig, weil diese Bedürfnisse das Fundament sind deiner Stärken. Sind diese Bedürfnisse nicht erfüllt, dann, so sagt Birkmann, wird sich dein Verhalten ändern, kannst du auf deine Stärken nicht mehr zugreifen. Du kommst sozusagen hier unten in den Keller und was aktiviert wird, ist dein Stressverhalten. Nun, wie sieht das genau aus? Diese Skalen hier, reichen jeweils von 1 bis 99 und in der Mitte 50 bedeutet ausgewogen. Also ausgewogen bedeutet, wenn du jetzt hier eine Auswertung, zum Beispiel das Dreieck hier hättest, dann könntest du flexibel entweder auch direkt mit Menschen sein oder auch zurückhaltend sein, also entweder Mix oder sowohl als auch. Würde deine Auswertung hier stehen bei Birkmann, dann wärst du ein Mensch, der in Einzelbeziehungen relativ direkt sachlich, offen auf Menschen auch zugeht. Und hättest du auf der anderen Seite hier deine Auswertung, dann wärst du eher ein zurückhaltender Mensch, eher einfühlsamer. Müsste also dir wirklich schon aus der Nase fast ziehen, was dein Thema, was dein Anliegen, was deine Meinung ist. Es gibt also hier zwischen 1 und 99 Variationen, wo du gerade bist. Und gibt nicht gut, es gibt nicht schlecht. Die Frage ist mal, wo arbeitest du? Wenn du also beispielsweise in der Promotion arbeitest und du bist eher zurückhaltend, nun, dann wirst du wenig Umsätze machen, dann wirst du wenig Vertriebserfolg haben. Wenn du aber im Hospiz arbeitest und dein Verhalten ist eher direkt und sachlich und du gehst dann zu deinem Patienten hin, der da die letzten Tage verlebt und sagst, oh, wir haben jetzt nach den Schätzungen, den neuesten Hochrechnungen der Ärzteschaft, haben wir noch 2 Wochen, wie wollen wir die dann nützen? Ich meine, bringt ja sowieso nichts mehr so viel, jetzt irgendwie noch auf gesunde Ernährung zu achten. Wollen wir heute mal zu merken. Also wenn man so direkt mit jemandem, der im Sterben liegt, spricht, dann ist es vielleicht besser, wenn jemand Zurückhaltendes dann mit diesen Menschen umgeht. Und am flexibelsten sind natürlich die in der Mitte. Jetzt kommen wir nun zu den Bedürfnissen. Bei mir beispielsweise ist es so, ich bin relativ direkt in Einzelbeziehungen, aber mein Bedürfnis ist es nicht, dass ich eben so direkt von anderen Menschen angesprochen werde. Bei mir ist beispielsweise mein Bedürfnis hier, was besagt, dass ich von wichtigen Bezugspersonen, also meine Eltern, meine Lebenspartnerin, meine Mentoren, Führungskräfte, die ich respektiere, von diesen möchte ich mit Wertschätzung begegnet werden. Nun, das hat bei meiner Mutter über 30 Jahre gedauert, bis sie das verstanden hat. Aber auch bei den Geschäftspartnern war es eine Herausforderung zu sagen, lieber Ivan, für mich ist wichtig, keine direkten Ansagen. Ich möchte auch nicht wissen, was ich alles wieder falsch gemacht habe bei meiner PowerPoint-Präsentation oder bei der Moderation der letzten Veranstaltung. Für mich ist wichtig, dass Wertschätzung in unseren Beziehungen rüberkommt. Klar, was 99% der Menschen sagen, ist jetzt nicht so relevant, aber die wichtige Bezugsgruppe, von denen benötigt man Wertschätzung. Was passiert nun, wenn man diese Wertschätzung nicht bekommt oder wenn du hier deine Auswertung hast? Du brauchst also keine Wertschätzung, sondern eher Offenheit und Direktheit. Nun, wenn dir das, was du brauchst, nicht gegeben wird, dann hast du so eine Art Tank in deinem Unterbewusstsein. Und wenn dieser Tank ein gewisses Limit unterschritten hat, also die Füllmenge ist jetzt beispielsweise auf diesem Niveau, dann schaltet dein Gehirn deine Stärken ab. In der Prüfung nennt man das Blackout. Oder wenn du deine Freundin in flagranti mit jemand anderem erwünscht und du schlägst zu, ist es ein Handeln im Affekt. Also das passiert und du rutschst dann in den Keller rein. Das heißt, das Wichtige für deine Lebensgestaltung ist also sicherzustellen, dass dein Bedürfnistank immer voll ist. Hast du hier dein Bedürfnis, dann bedeutet es, kommunikativ in deinem Umfeld mitzuteilen, dass du direkt und offen und sachlich behandelt werden möchtest. Also was du dann wahrscheinlich gar nicht brauchst, sind Menschen, die sagen, ja, also im Grunde hat es mir ganz gut gefallen und du machst es ja auch gut und ich bin ja so gerne mit dir zusammen. Die Menschen haben sich auch wohl gefühlt, Klammer auf, trotz aller Fehler. Also das würde dich wahrscheinlich in Stress bringen, wenn du hier bist. Du wünschst dir dann eher, also ganz offen und ehrlich muss ich sagen, also du hast die Arbeit geleistet,
Die Einleitung war leider falsch, du hast 3 Fehler auf den Folien gehabt. Mir hat es gut gefallen, aber ich glaube, dass du es besser kannst. Und ich empfehle dir, dass du das nächste Mal Korrektur lesen lässt, bevor du deine PowerPoint an die Wand schmeißt. Also das brauchen die. Und diese Menschen, die brauchen eher sagen, Mensch, Daniel, super, dass du da dich wieder investiert hast, dass du den Menschen gezeigt hast, wie sie besser werden können. Und der Vortrag hat mir total super gefallen. Also ich fand den richtig gut. Es gibt 2, 3 Sachen, die kann man besser machen. Aber lass uns heute nicht darüber reden, sondern vielleicht nächste Woche beim Glas Bier. Das ist dann eher Wertschätzung ohne die direkten Ansagen. Nun, was passiert nur, wenn dein Tank hier leerer wird? Nun, dann gehst du hier nach unten. Und wenn du jemand bist, der Offenheit und Direktheit braucht und du bekommst das nicht von deinem Umfeld, von deinem Lebenspartner, von deinem Chef, von deinen Freunden, dann könnte es sein, dass du sehr unverblümt deine Meinung äußerst. Das heißt, dein Stressverhalten ist in der Regel eine Übertreibung deines Bedürfnisses. Du wirst selbst noch sachlicher, noch direkter, unverblümt, nimmst kein Blatt mehr vom Mund. Du übergehst sämtliche Konventionen, konventionelle Regeln, Comment, egal wer dort ist, vor der Gruppe kritisierst du deinen Chef und begehst große soziale Fehler. Also das ist ein Zeichen, wenn jemand zu cholerisch, zu unverblümt wird, kein Blatt vom Mund nimmt. Es könnte sein, wenn dir das passiert, dass du hier unten im Stress bist. Und was brauchst du dann? Nun, du brauchst Menschen, die in Einzelbeziehung, das ist ja das Thema, in Einzelbeziehung mit dir direkt und sachlich sind. Folglich überprüfe deinen Freundeskreis, ob du genügend Menschen erstens hast, die das tun, oder ob die Menschen, mit denen du zusammen bist, ob du das denen schon mitgeteilt hast, denn es steht nicht auf deiner Stirn drauf, wie du behandelt werden möchtest. Auf der anderen Seite kann es sein, wenn du Wertschätzung brauchst und dein Tank geht leerer und du kommst hier in den Stress, was meistens der Fall ist, dann bist du übersensibel, du ziehst dich zurück, bist die beleidigte Leberwurst, die in der Ecke sitzt und nicht mehr ansprechbar. Das bedeutet also hier, wenn diese Symptome, und deshalb schreibe ich das auch nochmal hin, wenn diese Symptome eintreten, bedeutet es nicht, dass du auf einmal ein stärkearmer Mensch bist, dass du nur noch aus Schwächen bestehst oder dass du dich nicht selbst beherrschen kannst. Nein, das Gehirn hat umgeschaltet, weil es sagt, mein Herrchen kann mit seinem Verstand, mit den Stärken, mit der derzeitigen Leistung die eigenen Needs, die Bedürfnisse nicht erfüllen. Deshalb schalte ich das ab und sorge dafür, dass ich das selbst mache und dein Unterbewusstsein übernimmt, wo du keine oder wenig Kontrolle hast. Folglich ist also die beste Stressvorsorge, wenn du also symptomfrei durchs Leben gehen möchtest, diejenige, dass du sicherstellst, deinen Tank voll, immer voll zu haben. Bei mir bedeutet es, dass ich mir Gedanken mache, wer ist meine Bezugsgruppe? Wer sind Menschen, die für mich wichtig sind? Und dass ich dann überlege, davon brauche ich mindestens 7 bis 12 Menschen. Und die zweite Aufgabe ist es, mit denen auch Zeit zu verbringen, regelmäßig Treffen zu vereinbaren. Ja, und drittens, denen dann mitzuteilen, was sie tun sollen und was sie vielleicht besser lassen sollen. Und wenn du so ein Leben dir wünschst und du die anderen 10 Themen auch noch dir anhören möchtest, also den persönlichen Test haben möchtest und dazu das Anti-Stress-Handbuch, was Birkmann anbietet, auch noch erleben willst, nun, dann lade ich dich gerne ein, den Birkmann-Test zu machen oder unseren Kanal zu abonnieren und zu erfahren, was noch im Test steht. Ich wünsche dir viel Erfolg. Du kannst gerne auch unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, um dann auch zu erfahren, welche Handbücher von den vielen Handbüchern, die Birkmann noch produziert, nach dem Test, den du gemacht hast, für dich die besten sind auf deinem Weg, um deine Ziele zu erreichen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.